Auf dem Ausflugskutter Gret Palucca kam es am Mittwoch gegen 11.15 Uhr zu einer Havarie im Lister Hafen. Durch einen technischen Defekt konnte das Boot bei der Einfahrt in den Hafen nicht korrekt aufstoppen und fuhr mit ca. 2 Knoten Geschwindigkeit an die Pier. Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers Peter Lüng kam der havarierten Gret Palucca sofort zu Hilfe, nahm das Schiff längsseits und sicherte es an der Hafenmauer. Die Seenotretter übernahmen auch die Erstversorgung der 4 leicht verletzten Personen an Bord.